Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Die Siedler-Online. Wir befinden uns auf dem Testserver von DSO. Dort wurde gestern das Jubiläumsevent aufgespielt und in diesem Video schauen wir uns das Event mal genauer an. Ein paar Informationen zum Start des Videos. Das Event wird wahrscheinlich am 12. oder am 19. August 2024 starten. Die Eventdauer beträgt 2 Wochen. Der Eventkalender ist natürlich auch dementsprechend für 2 Wochen ausgelegt. In den goldenen Türen findet ihr einmal 3 Tage Premium-Tage und am letzten Tag bekommt ihr eine goldherzige Geologin. Ihr solltet am besten jeden Tag die Türen öffnen. Falls ihr das einen Tag mal nicht schaffen solltet, müsst ihr pro normale Tür 100 Diamanten bezahlen bzw. Edelsteine und bei der goldenen, wenn ihr sie verpasst, sogar 300 Edelsteine. Das Ziel in diesem Event ist ganz einfach diese Festivalhalle, die inmitten dieser Insel hier steht. Ihr habt dort 3 Produktionslinien. Diese könnt ihr mit unterschiedlichen Rohstoffen befüllen. Weil Ziel ist es, so viele Ballons herzustellen wie nur möglich. Und ihr müsst dann anhand dieser Tabelle schauen, welche Rohstoffe ihr halt am besten oder beziehungsweise am meisten habt. Und dann würde ich vorschlagen, benutzt die Mörser. Wie hier zu sehen, habe ich 3 Produktionslinien sozusagen mit den Mörsern ausgewählt. Und jede gute Stunde produziert eine Produktionslinie, 14 Ballons. Dieses könnt ihr mit einer großen oder einer kleinen Torte steigern, aber dazu komme ich gleich. Die Ballons müssen hergestellt werden und auch wieder abgegeben werden, weil das ist das Ziel in diesem Event. Ziel ist es, die ganzen Ballons abzugeben und zwar von allen Welten in DSO zusammengezählt. Und das erste Etappenziel wären hier zu sehen. Die Belohnung seht ihr hier unten und das wird dann immer mehr, je weiter die Anzahl der abgegebenen Ballons sich steigert, weil jedes Ziel, was hier angegeben wird, wird immer wieder gesteigert. Es gibt natürlich auch wieder Questketten, wie man hier auch sehen kann. Und auch hier gibt es eine Questreihe, wo ihr Ballons abgeben müsst in bestimmten Anzahl, hier zum Beispiel 5000. Ja, die Belohnung seht ihr hier unten. Und das steigert sich bis 15.000 Ballons. Und dann kriegt ihr also so ein Ballon-Tribut. Und die ganzen Questketten, die hier noch so kommen, gehe ich jetzt eher nicht so ein, aber das seht ihr ja, wenn das Event bei euch anfängt. Um die Förderung der Festivalhalle zu steigern, gibt es die Möglichkeit, kleine bzw. große Torten herzustellen. Die kann man natürlich dann in den beiden Lagern, also sprich Proviantenlager oder Raritätenproviantlager herstellen. Da muss man unterteilen. Für die kleine Torte benötigt ihr hier Teig. Das bekommen nur kleine Spieler bis einen bestimmten Level und die größeren Spieler, die das Level halt darüber schon haben, bekommen die Kerzen. Und diese könnt ihr untereinander tauschen, um die jeweilige groß oder kleine Torte herzustellen. Und diese könnt ihr dann auf die Festivalhalle setzen. Es wäre sogar ratsam, das halt zu machen. Das waren jetzt nur die groben Informationen rund um das Event. Das Wichtigste beziehungsweise das für mich Interessante ist natürlich der Event-Shop und den schauen wir uns nun ein. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, unbegrenzt 2 Pakete zu kaufen. Einmal das kleine Paket für knapp 800 Edelsteine. Dort bekommt ihr dann 1000 Ballons und für fast 4000 Edelsteine bekommt ihr 5000 Ballons. Die große Geburtstagstorte könnt ihr natürlich auch für Edelsteine kaufen und zwar für 285 Edelsteine, unbegrenzt natürlich. Und es wäre auch hier sinnvoll, das von einem Gildenkollegen oder von einem aus der Freundschaftsliste zu buffen. Kommen wir zu den Paketen. Leider ist das Jubiläumsevent nur mit Edelsteinen bezahlbar, aber da gehen wir jetzt näher drauf ein. Im Jubiläumsevent 2024 könnt ihr die Pakete leider nur mit Edelsteine kaufen. Das erste wäre für fast 5000 Edelsteine erhältlich. Dort ist ein römisches Lagerhaus erhalten. Eine goldherzige Geologin, ein paar Premium-Tage, paar Rohstoffe und paar Förderung. Alle Pakete sind jeweils 3-mal erhältlich. Das nächstgrößere wäre die Partybox für knapp 15.000 Edelsteine. Dort ist halt ein Sanitätsgeneral, müsste das richtig übersetzt sein. Dann ein wundersames Wohnhaus, wo in der Maximalausbaustufe 12 insgesamt 650 Siedler reinpassen. Auch hier dann ein Werkzeugmacher der römischen Art, paar Premium-Tage und auch wieder dasselbe wie im ersten Paket, paar Rohstoffe und paar Anleitungen. Das größte Paket für knapp 25.000 Edelsteine beinhaltet 2 Generäle, ein wundersames Wohnhaus, dann ein Werkzeugmacher der
ja, Maya sozusagen, ein paar Premium-Tage und auch die üblichen Verdächtigen, die auch in den beiden anderen Paketen schon zum Teil mit drin sind. Eine goldherzige Geologin ist einmal erhältlich für knapp 1900 Edelsteine. Dann bekommen wir natürlich für 5400 Edelsteine einmal ein Tribut für eine Werkzeugmacher. Und ja, dort werden halt ohne Rohstoffe, die ihr benötigt, Werkzeuge hergestellt. Als neues Gebäude bekommen wir die verbesserte Bronze-Waffenschmiede einmal erhältlich für knapp 2900 Edelsteine. Dort werden halt Bronze-Waffenschwerter hergestellt. Baufläche hier 2x2 und kann halt 6x ausgebaut werden, beziehungsweise wahrscheinlich bis Stufe 7 dann. Dreimal könnt ihr für 3300 Edelsteine das römische Wohnhaus kaufen. Und zwar auch hier Baufläche 2x2 und es beginnt mit 160 Siedlern und ihr könnt es 2x ausbauen. Für stolze 12.499 Edelsteine könnt ihr 2x die Mörtelfabrik kaufen aus 20 Wasser und 8 Granit pro Produktionszyklus, was circa eine Stunde dauert. Auf einer Baufläche von 2x2 bekommt ihr dann halt Mörtel. Auch dieses ist natürlich buffbar, um den Ertrag zu erhöhen. Kommen wir nach meiner Meinung den besten General im Spiel, was Erfahrungspunkte angeht, und zwar General Zitterbart. Er bekommt 200% Erfahrungspunkte für jede Einheit, die ihr in Abenteuern besiegt. Und das ist halt schon erheblich. Rina, die Entdeckerin, ist für 4500 Edelsteine einmal erhältlich. Sie kann auf Schatzsuchen Abenteuer finden und ist dort 300% schneller als normale Entdecker. Der Forsch-Entdecker ist für 4200 Edelsteine erhältlich einmal. Seine Aufgabengeschwindigkeit ist 150% schneller. Er bringt bei erfolgreicher Suche 50% an Belohnung mit und er findet auf Schatz- und auf Abenteuersuche immer eine Förderung. Die empathische Entdeckerin ist einmal erhältlich für knapp 5500 Edelsteine. Wenn ihr sie auf Schatzsuche schickt, findet sie dreifach so große Belohnung und sie ist doppelt so schnell wie normale Entdecker. Die fleißige Geologin ist einmal erhältlich für knapp 1600 Edelsteine. Sie hat den Nachteil, dass sie 6x so lange braucht für eine Suche. Dabei hat sie allerdings die Chance, 2 große Schätze zu finden. Die Vorkommen, die sie findet, sind 50% größer. Und je nachdem, auf welche Suche ihr schickt, ihr halt eine bestimmte Prozentzahl, wie hier zum Beispiel bei Marmor, zu 25% halt die Belohnung zu finden. Die altmodische Kaserne ist zweimal erhältlich für knapp 7000 Edelsteine. Ihr Vorteil ist, dass sie die normale Kaserne und die Elite-Kaserne zu je 50% beschleunigt in der Herstellung eurer Soldaten und benötigt eine Baufläche von 2x2. Kommen wir zu dem riesigen Baum der Hoffnung. Einmal erhältlich für knapp 10.000 Edelsteine, wenn ihr ihn auf eurer Insel setzt und diesen Buff in einem Radius von 5x5 aktiviert, hält 8 Stunden und dort werden die Produktionsgebäude, die ihr rund um dieses Gebäude setzt, mit einem Buff plus 100% gebufft. Allerdings ist das ein sehr teurer Buff. Ich würde euch empfehlen, spart euch lieber die Edelsteine und holt euch dafür was Besseres bzw. was Sinnvolleres. Der Ballonmarkt ist zweimal erhältlich für knapp 6000 Edelsteine. Dort habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Buffs herzustellen mit einer verschiedenen Dauer. Der Spähposten einmal erhältlich für 7950 Edelsteine. Wenn ihr ihn aktiviert, werden alle Abenteuer, die ihr innerhalb von den 2 Stunden startet, mit einem Bonus von 50% mehr Erfahrungspunkte belegt. Daher eine sehr gute Investition, falls ihr ihn euch holen möchtet. Das Lazarett für knapp 2200 Edelsteine zweimal erhältlich, halt ein 1x1 Gebäude. Dort könnt ihr zum Beispiel einen Medizinkoffer herstellen. Dauert natürlich 14 Tage, ist also sehr langsam. Wenn ihr natürlich mehr davon habt, würde sich das halt beschleunigen. Aber es gibt halt genug Entdecker und Geologen, die halt Medizinkoffer mittlerweile mitbringen. Daher würde ich hier empfehlen, auch hier spart euch die Edelsteine für was Sinnvolleres. Ein verbessertes Meeresanwesen könnt ihr auch wieder kaufen für knapp 2500 Edelsteine. Könnt ihr natürlich nur auf Wasser bauen. Das Ölmühlentribut ist für 4800 Edelsteine knapp erhältlich, und zwar einmal. Und alle 20 Stunden produziert es halt 4 Öl. Ihr benötigt dafür keine Rohstoffe. Hier der Tipp, setzt es an einem Liebesbaum, aktiviert natürlich den Liebesbaum plus natürlich dieses Ölmühlentribut und dann werden hier etwas mehr raus. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn ihr das habt. Es lohnt sich dann auf jeden Fall,
Das nächste Tribut habe ich schon fast vergessen und auch hier so ein Ballonmarkt-Tribut, einmal erhältlich für knapp 4.800 Edelsteine. Dort bekommt ihr alle 7 Tage verschiedene Förderung und ja, benötigt auch hier einmal 1. Es ist ganz nett, aber es ist jetzt kein Must-Have, was man auf jeden Fall haben muss. Der spezielle Buchbinder, auch hier ein Tribut für 6.300 Edelsteine, knapp 3-mal erhältlich. Und auch hier alle 5 Tage werden ja ein Manuskript hergestellt. Auch hier der Tipp, stellt es zu dem Liebesbaum und aktiviert das dann dementsprechend. Und dort können dann bis zu 22 Manuskripte hergestellt werden pro ja, Buchbinder. 3-mal erhältlich und zwar für knapp 6.000 Edelsteine ist die römische Version von der Fischerei. Es ist ein Stufe 7 Gebäude und knapp 2,5 Minuten pro Produktionszyklus wird hier benötigt. Bauchfläche 2x2 sieht ganz gut aus, wenn man sich das auf der Insel herstellt. Ist natürlich relativ teuer, daher solltet ihr euch das zweimal überlegen. Eine normale ausgebaute Stufe 7 Fischerei tut es nach meiner Meinung auch. Die Ölraffinerie ist zweimal erhältlich und zwar für knapp 11.000 Edelsteine. Dort könnt ihr halt aus verschiedenen Ressourcen, und zwar 3 an der Zahl, die unterschiedlich sind, in Kombination mit vorhandenem Öl noch mehr Öl herstellen. Das ist also so eine Endlosschleife, wo ihr definitiv immer mehr Öl aus eurem vorhandenen Öl herstellen könnt. Hat natürlich einen stolzen Preis, aber einmal, wie ich finde, lohnt die sich auf jeden Fall, die sich in seiner DSO-Karriere auf jeden Fall auf die Insel zustellen. Dann gibt es noch ein paar Förderungen und ein paar Fernkampfwaffen wie die Balliste. Ihr könnt auch wieder unlimitiert Mörtel und Öl tauschen und zwar allerdings für 450 Edelsteine bekommt ihr 200 Mörtel und für stolze 750 Edelsteine bekommt ihr 100 Öl. Zum Schluss werde ich jetzt noch meine kleine Einkaufsliste euch sagen, was ich mir holen werde und was ich vielleicht empfehlen kann, was ihr euch definitiv holen solltet, wenn ihr das natürlich möchtet. Und das wird relativ kurz, weil alles halt Edelsteine kostet. Daher werde ich mir kein einziges Paket kaufen und alles andere mit Sicherheit auch nicht. Hintergrund ist einfach, ich finde das Jubiläumsevent an sich ganz gut. Allerdings finde ich nicht gut, dass alles hier Edelsteine kostet. Aber so ist es nun mal und da müssen wir uns leider ja mit abfinden, dass das halt so ist. Und falls ihr irgendetwas für Edelsteine kaufen möchtet, wenn ihr also diese Investition machen möchtet, würde ich auf einmal den Spähposten empfehlen, falls ihr ihn noch nicht habt. Natürlich dann den General Zitterbart, den definitiv. Mörtelfabrik ist zwar ganz nett, ist allerdings sehr teuer, daher nur in äußersten Umständen sich das einmal zu holen. Verbesserte Bronzewaffenschmieden ist ganz nett, allerdings eine normale Waffenschmiede für die Schwerter reicht vollkommen aus. Von den ganzen Entdeckern haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber ich finde halt den Forscher ganz okay. Der Rest ist so, ja, kann man haben, muss man nicht. Die altmodische Kaserne ist halt recht gut, weil sie halt 2 Gebäude in einem sozusagen ist. Daher, wenn ihr sowas möchtet, holt es euch. Allerdings, das Design ist halt sehr fragwürdig, also mir gefällt sie absolut nicht. Daher habe ich sie halt auch ganz am äußersten Ende einer Insel ja, hingestellt. Der spezielle Buchbinder ist auf jeden Fall sehr interessant, hat natürlich seinen Preis. Allerdings, wenn ihr ja eure Generäle und Entdecker nach und nach mal ja, mit den ganzen Manuskripten und so skillen möchtet, ist das auf jeden Fall mit einer der besten Möglichkeiten, das sehr schnell zu ja, machen und zu erledigen. Daher, hier wäre auf jeden Fall die Empfehlung, mindestens sich einen so einen Teil holen. Die beiden anderen Tribute ist kein Must-Have, also würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die Ölraffinerie habe ich gerade ja schon mal erklärt, dass das auf jeden Fall sehr interessant ist und auf jeden Fall einmal nach meiner Meinung es wert ist, sich diese Investition auf der Insel zu holen. Der Rest ist halt alles nur für Edelsteine und da überlegt euch bitte zweimal und eventuell ist auch wieder eine 100% Happy Hour. Und wenn das ist, dann lohnt es sich halt überhaupt erst Edelsteine zu holen. Alles, was da drunter ist, ist nach meiner Meinung eher nicht sinnvoll. Somit bekommt ihr halt mehr Edelsteine für euer Geld. An dieser Stelle möchte ich das Video beenden. Ich bedanke mich für euer Zusehen und Zuhören. Gerne das Video ja, weiterempfehlen, gerne unterhalb des Videos kommentieren oder Fragen stellen. Ich werde das natürlich dann zeitnah beantworten. Ich wünsche euch ein schönes Jubiläumsevent und wünsche euch noch einen schönen Abend.